keine Gnade für Rostlauben. In der Türkei prüft jetzt der TÜV. Nach deutschen Maßstäben und mit einem ehrgeizigen Ziel. In spätestens 5 Jahren soll der Sicherheitsstandard türkischer Fahrzeuge europäisches Niveau erreicht haben. Doch viele anatolische Autobesitzer wissen die deutsche Gründlichkeit nicht unbedingt zu schätzen. Nicht jeder, der in der Türkei sein Auto zur technischen Abnahme vorführt, ist angemessen gerüstet. Zwei Kulturen prallen aufeinander. Ich war sehr lange in Deutschland. So etwas habe ich nie erlebt dort. Nie. Für die Türkei ist es noch ein weiter Weg bis in die EU. Ob Meinungsfreiheit oder Korruption, in mancher Hinsicht erfüllt das Land nicht die Anforderungen, die die Europäische Union an beitrittswillige Kandidaten stellt. Auch im Straßenverkehr gibt es Defizite. Viele der 12 Millionen Fahrzeuge, die sich über türkische Pisten quälen, entsprechen kaum europäischen Richtlinien. Doch zumindest das soll sich ändern. Verteilt übers ganze Land hat der deutsche TÜV Süd auf Geheiß der türkischen Regierung Prüfstationen eröffnet. In Zukunft muss jedes Auto alle 2 Jahre zum TÜV Türk. Herr Çakar, bitte in Spur 1. Im Auftrag eines Bauern aus der Gegend von Antalya bringt ein Mittelsmann einen betagten Ford zur Untersuchung. Ein Fall für TÜV-Mann Ömer Çoban. Geprüft wird genauso streng wie hierzulande. In Stationen, die sich kaum von Deutschen unterscheiden. Der Auto ist ziemlich alt. Bremsen sind sehr gut, aber der Pedal ist sehr schwach. Da muss hinter im System wahrscheinlich eine Luft haben. Manche Details lassen ahnen, dass der Besitzer seinen Wagen nicht besonders gepflegt hat. Scheinwaschanlage funktioniert, aber die Spitzeneinstellungen stimmen nicht. Und die Scheibenwischer, die sind nicht mehr die neueste. Derzeit ist ziemlich kaputt. Und Hupe ist zu schwach, ist eine schwere Mängel. Der Hupe muss funktionieren. Gerade in der Türkei. Der Unterboden sieht nicht besser aus. Das Auto ein Sicherheitsrisiko. Hat Spiel, das ist auch ein schwerer Mängel. Durchgefallen. Den Fahrer schert das wenig, denn er hat den Wagen ja nur stellvertretend für dessen Besitzer beim TÜV vorgeführt. Nimm das Auto und schmeiß es weg. Was soll man sonst damit machen? Zeig mal, die Fahrgestellnummer stimmt auch nicht. Würde man in Deutschland damit durchkommen? Ach, soll er ihn doch verbrennen. Für die Verschrottung müsste man wahrscheinlich noch was bezahlen. Das ist doch völliger Schrott. Die Türen funktionieren aber wirklich noch super. Na, immerhin. Deutscher TÜV für die Türkei. Ingenieur Thomas Aubel hat das Projekt als Geschäftsführer betreut. Die Türkei hat 2 Probleme aus meiner Sicht. Die Zahl der Verkehrstoten pro Jahr ist doppelt so groß wie im Durchschnitt der Europäischen Union. Und es gibt ein Staatssystem, was auch flächendeckend über die ganze Türkei arbeitet, aber nach anderen Standards dort arbeitet. In der Regel wird nicht geprüft. Es werden die Fahrzeugdokumente angeschaut, aber es erfolgt keine Prüfung. Und um die Anzahl der Verkehrstoten zu reduzieren, wird dieses System nicht in der Lage sein. Und deswegen hat die Türkei sich entschlossen, dieses flächendeckende Netz zu privatisieren. Ein Exklusivvertrag mit der Regierung in Ankara sichert dem TÜV Süd 20 Jahre lang das Monopol für die technische Überwachung von Kraftfahrzeugen in der Türkei. In den traditionellen Autowerkstätten, wo schrottreife Kisten notdürftig zusammengeflickt und halbwegs fahrbereit in den Straßenverkehr entlassen werden, hat man sich an die neuen Töne aus Europa noch nicht so recht gewöhnt. Wie finden Sie den TÜV Türk? Überflüssig. Sowas brauchen wir in Trabzon nicht. Die Straßen sind so schlecht, man ruiniert sich jedes Auto. Und dann kommt der TÜV und meckert. Das ist nichts für die Türkei, das ist was für die EU.
Bis vor kurzem existierten noch Schlupflöcher. Man konnte die strengen TÜV-Prüfer austricksen. Hier, der Wagen ist beim TÜV durchgefallen. Also sind wir einfach in die Nachbarprovinz gefahren. Dort wird noch nach den alten Regeln geprüft. Er ist sofort durchgekommen. Von wegen, die Reifen sind abgefahren. Das mag ja nach europäischem Maßstab so sein. Aber 4 neue Reifen kosten 1000 Lira. Das kann sich kein Mensch leisten. Bis Ende letzten Jahres existierten in einigen Regionen, wie in Istanbul, noch die sogenannten Karayollare-Stationen. Inzwischen sind sie geschlossen. Doch kurz vor ihrem Exitus verzeichneten die Staatsbetriebe verstärktes Kundenaufkommen. Für viele Besitzer schrottreifer Karossen war dies die letzte Chance, eine Plakette zu ergattern, bevor der TÜV die Hoheit übernahm. Doch manchmal wurde es selbst Prüfern alten Schlags zu bunt. Was kommst du hier mit deinem Platten an? Hast du nicht gemerkt, was mit deinem Reifen los ist? Komm mal her. Komm und sieh es dir an. Mein Gott, der hat ja keine Ahnung. Naja, Kumpel, da fehlt vielleicht ein bisschen Luft. Kumpel, mach doch erstmal die Untersuchung und dann wechsle ich den Reifen. Geht das nicht? Ja, super. Erst mit einem platten Reifen bestehen und ihn dann auswechseln. Wo gibt's denn sowas? Fahr deinen Wagen hier raus. Regle den Papierkram und dann sehen wir weiter. Der hat ja wohl keine Ahnung. So wie der fährt, so tickt er vermutlich auch. Die schwergängige Lenkung muss er doch bemerkt haben. Offenbar haben noch mehr Kunden ihr Fahrzeug nicht ganz im Griff. Bei anderen liegen die Nerven blank. Guten Tag. Es wäre wirklich super, wenn Sie da hinten mal etwas Ordnung reinbringen könnten. Beschweren Sie sich bei meinem Vorgesetzten. Gucken Sie sich das an. 4 Warteschlangen. Wenn man vorne dem Prüfer Geld zusteckt, braucht man sich nicht mal anzustellen. So einfach ist das. Bestechung hilft hier weiter? Na klar. Drück den 100 Lira in die Hand und du wirst sehen, wie einfach das geht. Ohne Geld und gute Worte heißt es jedoch warten. 3 Stunden, 4 Stunden. Am anderen Ende der Schlange kämpft der Renault-Fahrer noch mit den Tücken seines Vorderrads. Oh Mann, ist das schwierig. Wenn Sie den Schaden behoben haben, kommt das Auto dann durch? Natürlich kommt es durch. Es ist ja alles in Ordnung. Das Auto ist perfekt. Feuchtgebiete unter dem Vorderwagen sprechen freilich eine andere Sprache. Zudem kostet es dem Besitzer einigen Schweiß, das Ersatzrad nebst Radkappe korrekt zu montieren. Dann endlich die Prüfung. Im Vergleich zum TÜV ein Kinderspiel. Mach mal die Lampen an. Und wenn etwas nicht funktioniert, macht auch nichts. In der Türkei kannst du mit Schmiergeld alles regeln. Wir leben in einem durch und durch korrupten Staat. So einfach ist das. Man bekommt die Plakette auch, wenn das Auto nicht okay ist? Korruption, sage ich Ihnen. Wenn du Geld hast, kriegst du hier alles, was du willst. Und wenn du keins hast, hast du eben Pech gehabt. Und wenn hier Deutsche arbeiten würden? Nichts würde passieren. Die würden auch Schmiergeld nehmen.
Doch beim TÜV Türk ist man fest entschlossen, Korruption und Kumpanei bereits im Keim zu ersticken. Jeder, der für die alte Karajollere-Organisation arbeitete, hat beim TÜV keine Chance. Zudem haben deutsche Ingenieure eine Technik installiert, die Manipulationen quasi unmöglich machen soll. Der Prüfer wählt hier das Kennzeichen aus, je nachdem welches Fahrzeug er untersucht, und holt es sich an den Bildschirm. Und danach findet die Bremsenprüfung hier statt. Die Messwerte werden direkt erfasst. Das ist zum Beispiel auch ein Unterschied zur Karajollere, zum alten System. Hier hat der Prüfer gar nicht die Möglichkeit, irgendetwas zu verändern, weil das, was gemessen wird, wird direkt ins System übertragen und abgespeichert. Das kann er hinterher nicht mehr manipulieren oder ändern. Die Werte sind erfasst und wenn die Bremse einseitig ist, ist sie einseitig. Da nützt es auch nichts, wenn Sie ihm 100 Lira in die Tasche stecken. Die Werte bleiben einseitig. Früher wurden die meisten einfach durchgewinkt. Sie erhielten Plakette und Prüfurkunde, selbst wenn ihr Fahrzeug alles andere als verkehrssicher war. Wer sich jedoch mit den Kontrolleuren anlegte, hatte auch damals schon schlechte Karten. Feuerlöscher und Verbandkasten. Hab ich nicht. Haben Sie echt nicht dabei? Ich sag's Ihnen doch. Dreieinhalb Stunden warten, umsonst. Kaufen Sie sich einen Verbandkasten und einen Feuerlöscher und stellen Sie sich noch mal an. Ich stelle mich sicher nicht noch mal an. Ich werde mich beschweren. Sehen Sie sich diesen Skandal an. Ich hoffe, du beschwerst dich. Ein Skandal. Ich werde jetzt zu einem Agenten gehen, ihm meine Papiere geben und er regelt alles für mich. Der glaubt doch nicht im Ernst, dass ein Agent hier mit so einer verbeulten Kiste durchkommt. Der ist doch nur auf Streit aus. Wenn du nicht einen auf dicke Hose machen würdest, käme man hier schneller durch. Der meckert ja nur blöd rum. Anständige Menschen beschimpfen, das kann er. Aber wenn es um sein Auto geht, hat er kein Einsehen. Es ist weltweit das Gleiche. Schuld sind immer nur die anderen. Das alte System ist Vergangenheit. Zwar arbeitet der TÜV Süd mit zwei türkischen Unternehmen zusammen, aber geprüft wird mit deutscher Gründlichkeit. Sämtliche Prüfer sind Türken, doch sie wurden nach deutschen Normen geschult. Wir setzen zu 100% deutsche Standards an. Das heißt, wir bemängeln genau dasselbe wie in Deutschland. Aber es führt nicht alles zum Versagen der Plakette. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Haben wir Probleme entdeckt mit den Reifen und auch der Bremse, gibt es kein Pardon, die Plakette wird versagt. Haben wir aber entdeckt, dass die Windschutzscheibe einen Riss hat, was in der Türkei sehr häufig vorkommt, dann führt das in diesem Jahr noch nicht zum Versagen der Plakette. Aber wenn der Kunde in 2 Jahren wiederkommt, dann bekommt er dafür die Plakette nicht mehr. Das heißt, wir drehen stufenweise unser System schärfer. Und ich gehe davon aus, dass wir in 5 Jahren auch wirklich den Standard haben, wie er heute in Deutschland ist. In landesweit 189 Stationen beschäftigt der TÜV Türk 1300 Prüfer. Alle geschult nach Vorgaben aus Deutschland. Viele kennen den TÜV aus eigener Erfahrung, wie Ömer Çoban. Der hat 12 Jahre lang in einer Münchner Autowerkstatt gearbeitet und gelernt, was deutsche Gründlichkeit bedeutet. Mit Akkuratesse präpariert auch manch ein Prüfling sein Auto für den TÜV. Auf dem Weg hierher war es ziemlich staubig. Ich fürchte, sie lassen mich nicht zur Untersuchung vor, wenn das Auto so dreckig ist. Der Besitzer dieses Kombis fuhr ebenfalls nicht unvorbereitet zur Untersuchung. Ich glaube schon, der Wagen wird bestehen. Schließlich habe ich alles, was nicht in Ordnung war, vorher reparieren lassen. Doch wie es scheint, war der Fahrer bei einem Schrauber, der sein Vertrauen nicht verdient. Da war ein Feuer im Werkstatt, man sieht es, bevor er gekommen ist. Der Werkstatt hat nicht gut gearbeitet, der hat die Bremsleitungen nicht gesehen. Und die Bremsleitungen sind schwerwiegend. Dann haben wir noch bei dem Auto unten Löcher, die bis durchgeht ans Fahrerraum. Und die sind für mich auch gefährlich. Das ist bis zum Fahrerraum.
Wie viele Autos in der Türkei fährt auch dieses mit Flüssiggas. Hier sieht man, dass der Gasleitung ganz von der Nähe von Auspuff geht. Und das ist wirklich eine lebensgefährliche Sache. Da muss ein Zwischenabstand von 10 cm sein, beziehungsweise ein Abschutzblech haben, das von der Hitze das Leitung schützt. Was könnte da passieren? Das könnte man mit der Zeit einen Gasverlust haben. Und das ist explodiert, der Wagen. Der Renault, eine rollende Zeitbombe. Keine Ausnahme auf türkischen Pisten. Die begehrte Plakette wird der Wagen nicht bekommen, zumal der Prüfer zahlreiche weitere Mängel entdeckt hat. Unter anderem entspricht der Erste-Hilfe-Kasten nicht gerade geltenden Vorschriften. Ich habe einen nagelneuen Verbandskasten gekauft. Ja schon, aber wenn Sie mal reingucken, außer ein bisschen Watte und Kleinkram ist da nichts drin. Hier, mein Verbandskasten. Ich dachte, der entspricht den Vorschriften. Dumm gelaufen. Jetzt wird ein Schuldiger gesucht. Es trifft immer nur die Armen. Ich habe einen nagelneuen Verbandskasten gekauft und dann erfahre ich, dass das meiste darin fehlt. Und was sagt der Staat dazu, die Türkei? Was genau hat denn gefehlt? Fast alles, was ein Verbandskasten haben muss. Wenn der Staat die Produkte prüft, dann darf doch nichts fehlen. Die Hersteller sollten sich an die Gesetze der Türkei halten. Werden Sie sich beschweren? Das nützt doch nicht. Solche Beschwerden gehen unter in diesem Land. Innerhalb eines Monats muss der Besitzer sein Auto reparieren und erneut beim TÜV vorführen. Keinen Winkel des Landes verschont der TÜV-Türk. Auch jenseits von Ankara sollen Autos kontrolliert werden. Mit mobilen Stationen klappern die Prüfer die dünn besiedelten Provinzen ab. Achtung, Achtung! Der Bürgermeister gibt bekannt. In unseren Ort kommt heute eine mobile Prüfstation. Auf dem Platz vor dem Verkehrsamt wird der TÜV-Türk Fahrzeuguntersuchungen durchführen. An alle Kfz-Besitzer. Das hehre Ziel der Verantwortlichen, den Sicherheitsstandard türkischer Fahrzeuge binnen 5 Jahren auf europäisches Niveau zu heben, mag sich in Metropolen wie Izmir oder Istanbul verwirklichen lassen, kaum aber in der Provinz. Speziell in ländlichen Regionen besteht Handlungsbedarf. Eben war ich in der Werkstatt. Da haben sie noch funktioniert. Und jetzt nicht mehr. Ich verstehe das nicht. Sind Sie zur TÜV-Prüfung hier? Ja, ich will das Fahrzeug untersuchen lassen. Jetzt funktionieren sie wieder. Sehen Sie? Nee, doch nicht. Da hilft nur noch Eigeninitiative. Dann werde ich die Schrauben eben selbst festziehen. Die Werkstatt hat geöffnet. Nach TÜV-Schätzungen ist nur die Hälfte aller türkischen Autos in einem verkehrstauglichen Zustand. Ist das das einzige Problem, das Sie haben? Ja. Ich habe kein Geld, um alles reparieren zu lassen. Zum Beispiel die Sitze hier. Aber technisch ist der Wagen 1A. Wenn Sie mich nur wegen der Sitze durchfallen ließen, wäre ich ziemlich sauer. Vermutlich wird es dauern, bis sich türkische Fahrzeugbesitzer an deutsche Sicherheitsnormen gewöhnt haben. An der Schwarzmeerküste, wo die Menschen sehr religiös sind, trauen viele sowieso eher höheren Mächten als irdischen Mechanikern. Das ist Blut. Ich habe ein Schaf geopfert, damit Allah den Bus nicht verflucht und kein Unfall passiert. Ich habe ein Tier geschlachtet und das Fleisch verschenkt. Vielleicht hilft Allah ja auch, den Bus problemlos durch den TÜV zu bringen. Denn die Untersuchungen sind jetzt wesentlich strenger als früher im alten Karajollare-System. 11, 12, 13, 14, 15. Offenbar hat sich das Opfer gelohnt. Der Kunde hat bestanden. Nicht nur mit Schafsblut hat der Besitzer seinen Bus gegen die Widrigkeiten des Straßenverkehrs gewappnet. Hier hängen blaue Perlen mit Augen bemalt. Diese Augen sehen alles und halten das Böse vom Bus fern. Vielleicht bin ich ja ein bisschen abergläubisch.
Der Knoblauch hier hilft auch, zum Beispiel bei Kreislaufproblemen. Wenn einem schlecht wird, greift man zum Knoblauch und alles wird gut. Auch gegen Zahnschmerzen hilft Knoblauch. Einfach ein gutes Medikament. Wer sein Auto bei einer mobilen Prüfstation vorführt, muss zweierlei mitbringen. 110 Lira und reichlich Geduld. Unten sein Chassis ist zerrissen. Das ist ein wirklich schwerer Mängel. Und Motorölverlust, Getriebeölverlust hat der unten. Die Scheinwerfer, ein Desaster. Das Fernlicht. Ist es wirklich das Fernlicht? Okay, lassen Sie es so. Nichts daran ändern. Wir haben jetzt Abblend- und Fernlicht überprüft. Unser Gerät zeigt eindeutig, dass beides falsch eingestellt ist. Ich habe vorher alles einstellen lassen. Entweder hat der Meister keine Ahnung oder der Prüfer nimmt es zu genau. Mit derart vielen und schwerwiegenden Mängeln fällt der Wagen durch. Der Besitzer ist empört und will sein Geld zurück. Auch alte Autos müssen verkehrssicher sein. Ich habe die Scheinwerfer einstellen und die Risse schweißen lassen, soweit das Geld reichte. Haben Sie es schweißen lassen, soweit Ihr Geld reicht, oder? Der Meister sagte, es ist okay so. Hören Sie mal. Es würde ausreichen, sagte er. Das ist Quatsch. Er hat an der Oberfläche was geschweißt, aber nicht die Risse in den tragenden Teilen. Ich werde Sie anzeigen. Ich werde Sie verklagen. Ja, dann machen Sie mal. 4 Wochen hat der Fahrer Zeit, alle Schäden zu reparieren. Dann kehrt die Mobilstation in sein Dorf zurück